pendle vom Dorf in die Stadt und sind nie zufrieden. Egal wie viele Stehplätze in der S-Bahn noch frei sind. Am Morgen, bevor er in die Stadt fährt, nimmt sich so ein Pendler aus dem Toilettenschäftli ein Tampon vor Frau, tränkt ihm Wodka und steckt sich hinten rein. Wie ein Zäpfli. Macht ihn besoffen. Aber ohne Fahne, sodass der Chef in der Stadt nichts merkt. Die meisten Pendler nehmen gar nicht den Zug. Sie nehmen das Auto, machen den Lärm und die Abgase, vor denen sie als Stadtbewohner geflüchtet sind. Je mehr Pendler sich in die Stadt stauen, desto mehr Städter wünschen sich aufs Land. Das ist ein Teufelskreis. Ich pendle ja selber auch. Meine Pendlerstrecke ist vom Bett zum Schreibtisch 4,5 Meter. Aber man verliert halt schon wahnsinnig viel Zeit unterwegs. Am Kühlschrank, Kaffeemaschine, am Büchergestell. Ich habe mir vorgenommen, noch ein bisschen weniger zu pendeln. Und mir jetzt ein Bett, Office einzurichten.